Hallo und herzlich willkommen YouTube und unsere Zuschauer. Hier sind wir wieder bei einer neuen Mission. Die Russen werden es nicht bei meinem Modern Warfare 2 das wird Play. Unschön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber in den Augen der Welt sind sie die Opfer. Niemanden wird es stören, wenn die Russen auf Amerikaner einschlagen. Makarov war ein Zug voraus. Jetzt hat er tausende von Leichen zu Füßen eines Amerikaners hinterlassen. Nur wir wissen, dass es Makarov war. Unsere Glaubwürdigkeit ist mit allen gestorben. Wir brauchen Beweise. Folgen Sie der Kugel. Ah, nach Rio de Janeiro. Alejandro Rojas. Nie von ihm gehört, Sir. Sie kennen ihn als Alex der Rote. Er hat alles vorbereitet. Eine Kugel löst den Zorn einer ganzen Nation aus. Was bedeutet... Er ist unser Ticket zu Makarov. Was man zu dieser Mission sagen kann, also wie ihr gesehen habt, sie spielt in Brasilien, Rio de Janeiro, und wir werden wahrscheinlich, ja, wir werden gleich durch die Slums laufen, um den Typen zu suchen. Oh, da fängt es schon an. Der sieht tot aus. Der hat ein bisschen Gehirn verloren bisher. Ja, und was ich sagen wollte, da werden ziemlich viele Gegner auf den Dächern und so sein. Und bitte seid mir nicht böse, wenn ich da sterben werde. Ich hoffe natürlich nicht zu sterben in der Mission. Und vorsichtig zu spielen, aber es kann halt alles echt ein bisschen dauern. Die Mission geht relativ lange, meine ich. Ja. In seinen linken Zeh. Hab ich ihn getroffen. Das wird einige Zeit dauern, Roach. Gehen Sie mit Meat und Royce durchs Elendsviertel und suchen Sie nach Rojas. Er ist dort rein. Oh, die foltern den jetzt, wie es aussieht. Warum denn nicht? Solange man das nicht selber tun soll. Da sind sie durch. Ah, es ist eine mit Raketen. Pff, ich werde jetzt schon direkt sterben. Auch nicht diese Mission hasse. Das bringt mich aber nicht davon ab, die für euch zu let's playen. Ich habe wirklich in diesem ganzen Trubel zwischen den Häusern habe ich immer das Gefühl, dass die Gegner einfach nachspawnen. Das tun sie auch, glaube ich. Aber man muss echt rumlaufen. Und das ist, wenn man hier mal einen Schritt zu weit geht, ist man direkt los. Die hocken ja echt überall. Es wäre alles schön und gut, wenn ich das auf ganz easy spielen würde, das Spiel, aber... Das wäre dann ja zu einfach. Und wahrscheinlich auch nicht so ansprechend. Wenn man das mal so sagen kann. Dann ist der arme Miet wohl von uns gegangen. Oh, ich werde tot sein. Ja, das ist der erste. Ja, ihr könnt euch eine Liste machen und zählen, wie oft ich gestorben bin. Oder sterben werde. Dein Schwanz. Der ist der ganz Schwanz. Roach, ich bin getroffen! Oh oh.
stand ich neben ihm, als mein Kamerad getötet wurde. Das ist auch nicht so. Sehr schön. Die werfen da Granaten hin, bevor ich da überhaupt bin. Rose, ich bin getroffen. Ihr könnt natürlich Verbesserungsvorschläge in die Kommentare schreiben, weil wenn ich zu leise bin oder der Sound irgendwie zu laut vom Spiel, sagt es mir. Ich werde das versuchen dann zu ändern, damit das Spielerlebnis dann auch für euch angenehmer ist. Ich muss hier gleich echt mal raus, die spawnen hier immer wieder. Da oben steht er direkt. Ups. So. Täusche ich mich oder hatte der gerade einen Raketenwerfer in der Hand? Da muss ich gerade mal aus der Hüfte ein bisschen umsprayen. Okay. Roach, wir wissen, wo Rojas ist. Er ist nach Westen unterwegs, entlang der oberen Elendsviertel-Ebene. Wir sorgen dafür, dass er nicht zu uns zurückkommt. Schneiden Sie ihm oben den Weg ab. Wir haben keine Zeit für... Bist du ein böser Hund? Der kommt sogar! Mal gucken. Bin gespannt, wie lange das Video gehen wird. Was kann ich sonst noch sagen? Ich kann noch nichts versprechen, aber ich glaube, ich werde bald, in einem ungewissen Zeitraum, werde ich mal das Spiel Borderlands 2 spielen. Ihr kennt es bestimmt. Sie kennen sich genau aus. Achten Sie auf Hinterhalt und gehen Sie vorsichtig vor. Ja. Wenn Steam das billig hergibt und das ein hammergeiles Spiel ist, dann werde ich das dann wohl dann nochmal spielen. Auf die Dächer achten, Rose! Wir wurden schon von Raketenwerfern und MGs von oben beschossen! Rose, wir sind unter starkem Beschuss von der Miliz, aber ich verfolge Rojas immer noch! Er geht in ein Gebäude! Sehen Sie ihn? Der Tütenkopf, was macht er denn da oben auf dem Dach? Ah, ich habe ja nur Granatenwerfer und Granaten. Ah, ich vergesse das immer, die Sachen einzusetzen. Lassen Sie sich nicht zu lange von der Miliz aufhalten. Blendgranaten einsetzen. Ich habe ihn wieder verloren. Los, reden Sie mit mir. Ich bin an ihm dran. Er versucht, durch die unteren Gassen umzukehren. Verstanden. Bleiben Sie dran.
dann werde ich mal gucken, wenn ich das dann in der nächsten Zeit. Ich werde, also ich glaube, ich kann euch wohl versprechen, dass ich das dann spielen werde. Wann, wie gesagt, weiß ich noch nicht, aber vielleicht bringe ich auch noch einen Freund oder Christian dazu, sich das aufzuholen. Weil zu zweit macht es dann noch mehr Spaß, das Spiel. Borderlands 2. Ja, das war gerade sehr blöd. Wir sind unter starkem Beschuss von der Miliz. Aber ich verfolge Rojas immer noch. Er geht in ein Gebäude. Sehen Sie ihn, Ghost? Versteht mich. Er klettert auf einen Dach und trägt einen schwarzen Sack. Das wird ihm aufhalten. Roach, wir verhindern, dass er wieder umkehrt. Weiter vor und unterm Fang. Los, los! Was ist noch meine Zeit? Oh, die haben keine Ahnung. Und ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Das guckt ja auch durchs Fenster, die bösen Leute. Jetzt kommen die auch noch hier rein. Das ist nicht schon genug ist, dass die auf Dächern sitzen, ey. Oh Mann. Da ist auch schon wieder einer gespawnt. Ich sag euch, Leute. Ich bin zwar froh, wenn ich das Level... Zwar froh, mit euch dieses Spiel spielen zu können, aber... Und ich hoffe auch, dass es noch länger geht und so. Das tut es ja. Ich meine nur, dass es... Dass wir lange Spaß haben, aber... Diese Mission, Leute... Ich hasse sie, ganz ehrlich. Ich werde wahrscheinlich trotzdem erschossen durch die Wand, weil das eigentlich kein guter Platz ist. Die hatten so einen Raketenwerfer, die hätten doch bloß da reinschießen müssen.
Da ich die Garne ja sowieso nie richtig benutze, dann tue ich das einfach mal jetzt. Feindliche Informationen ist da. Nee, auf! Negativ! Das Risiko ist zu hoch! Nicht angreifen! Verstanden! Das ist eine sehr schöne... Oh, die Noob-Waffe! Aber gerne. Ich habe ihm den Weg abgeschnitten! Er muss nach Westen, über die Dächer! Aber wir können ihn einkesseln! Nicht nachlassen! Los! Los! Frisst das Blei in die Schnauze! Gleich zum Glück ist die Mission laut gleichzeitig. Ich sehe Rojas, Sir! Ich kann einen sauberen Beinschuss platzieren! Dann haben wir ihn! Negativ! Das Risiko ist zu hoch! Nicht angreifen! Mist! Verstanden! Gehen Sie weiter den Hügel rauf, Road! Ich habe ihm den Weg abgeschnitten! Er muss nach Westen, über die Dächer! Roach, er kennt das Gebiet gut, aber wir können ihn einkesseln! Nicht nachlassen! George, George! Spiel gespeichert. Das klingt doch gut. Er ist über dem Zaun! Ich bin dran! Roger, ich gehe links rum! Und du auch noch, oder was? Weiter in diese Richtung bleiben! Los! Los!
Wunder, dass hier immer alle zu mir kommen. Überraschungsparty machen oder was? Ist ja nett, dass jemand an mich denkt. Da sind schon wieder zwei auf dem Dach. Schwierigkeitsgrad eigentlich ein bisschen runterstellen soll, wenn ich dann so am Boden bin. Oder ob euch das wirklich dann egal ist. Da sitzen sogar drei auf dem Dach. Der wirft das Ding runter, ich schieße ihn in den Kopf. Den habe ich natürlich gar nicht geachtet. Ich mache es schon auf die vorsichtige Art und Weise. Und nein, ich achte nicht auf den Allerschlimmsten. Der Typ steht wieder oben, der kriegt wieder umsonst. Wieder gespeichert. Er will das Motorrad nehmen! Jetzt nicht mehr! Hab Rochas im Auge! Halt! Scheiße, er kommt zu ihm zurück! Sehr gut! Er geht wieder nach rechts! Rose, nicht schießen, wenn Sie ihn sehen! Ich brauche ihn unverletzt! Treiben Sie ihn weiter auf den Hügel, Rose! Er darf nicht umkehren! Rose, er bewegt sich in Ihre Richtung! Los, los! Ghost, ich gehe ganz nach rechts! Er entwischt uns! Nein, tut er nicht! Dervish ist der Ritter. Okay, Leute, das war's für diese Folge, würde ich mal so sagen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem, dass ich so nubelig war, gefallen. Nicht vergessen zu kommentieren und Feedback, also alles das Gleiche. Ihr wisst schon. Also, bis zum nächsten Mal.